Dann herzlich willkommen zu dem ersten Vortrag nach der Pause, zumindest in dem Raum hier. Es wird gehen um SysDB oder auch ausgeschrieben System Database, was ein kleines Softwareprojekt ist, was ich vor ungefähr 1,5 Jahren angefangen habe und was ich so in meiner Freizeit nebenbei ein bisschen entwickle und dementsprechend ist auch nicht ganz so viel Zeit reingeflossen, wie ich das unbedingt erhofft hatte. Eigentlich dachte ich auch, dass ich irgendwie jetzt für diese Konferenz bzw. für die Open Source Data Center Konferenz, die nächste Woche in Berlin stattfindet, eine Version 0.1 oder sowas reingegeben habe. Das hat nicht so ganz geklappt, aber lieber ist das Ding wirklich fertig, bevor ich irgendwelche Releases raushaue, bloß damit die zu irgendeinem tollen Zeitpunkt da ist. Gut, ganz grob gefasst, was ist SystemDB? Die Idee ist, dass es quasi so eine Art Datenbank ist, die alle möglichen Systeminformationen verwaltet. Was das im Speziellen heißt, das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Entsprechend wichtiger Hinweis vorneweg, SystemDB ist noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium, auch wenn die ersten Commits irgendwie schon 1,5 Jahre her sind, aber Freizeit ist halt irgendwie so eine Sache, die nicht so ganz in dem Ausmaß existiert, wie man sich das teilweise vorstellen würde, kann man nicht ändern. Entsprechend ist auch jede Art von irgendwie Feedback, sei das irgendwie Flaming, Bashing, sonst irgendwas in irgendeiner konstruktiven Art und Weise jederzeit sehr willkommen. Und ich hoffe, dass wir auch am Ende noch ein paar Minuten Zeit haben für ein paar Fragen oder Anmerkungen. Gut, erstmal als Hintergrund bzw. als Motivation, warum ich das überhaupt angefangen habe. Und das erklärt dann auch schon so ein bisschen, was es denn überhaupt tun soll, was ein bisschen die Ziele davon sind. Wer von euch verwendet irgendwie Nagios, Visinga, Namon oder anderes Monitoring-System in der Art und Weise? Sehr schön. Wer von denjenigen verwendet außerdem Puppet, Chef oder irgendwelche Konfigurationstools? Sehr gut. Und zusätzlich vielleicht noch irgendwie sowas wie Kollektiv, Moonin oder irgendwelche anderen Tools, die hier Performance-Daten sammeln. Wunderbar. Wer dann außerdem noch irgendeine CMDB oder sonst irgendwas dazu, was irgendwelche Systeminformationen beinhaltet? Super. Und wer ist mit dem Setup, was er aktuell hat, zufrieden? Dachte ich mir. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, wo das Ganze hergekommen ist. Die eigentliche Geschichte, aus der es raus entstanden ist. Wer kennt Kollektiv von euch? Also wer weiß, was es ist? Letztendlich irgendeine kleine Software, die Systemstatistiken sammelt, als die mit dem Hintergrund läuft und letztendlich irgendwann einen Graph zur Verfügung stellt, in Anführungszeichen. Was ich mir überlegt hatte, so als ersten Schritt, ich will irgendwie ein neues Webfrontend dafür haben. Diejenigen, die es verwenden, wissen vielleicht schon, dass es da aktuell noch nicht so die wahnsinnig tolle Auswahl gibt an Sachen, die so wirklich brauchbar sind. Was ich wollte, ist insbesondere irgendwas, was einerseits für kleine Setups super bedienbar ist, weil das ist, was ich hauptsächlich privat verwende, was aber gleichzeitig auch für große und jedenfalls auch heterogene Umgebungen tauglich ist. Also dachte ich mir, Puppet hast du ja eh schon. Puppet liefert dir über Facts alle möglichen Informationen, die super geeignet sind, um irgendwie Hosts nach bestimmten Kriterien zu filtern. Also zum Beispiel kann es ja irgendwie sinnvoll sein zu sagen, ja, ich habe hier in dem einen Datenzentrum irgendwie ein paar Windows-Server und von denen möchte ich jetzt die CPU-Auslastung wissen. Diese Informationen liefern mir im Endeffekt Kollektiv und Puppet eben. Und es wäre entsprechend eine super Grundlage, sag ich mal, um ein Web-Frontend und irgendwie die 10.000 Graphen, die man hat, irgendwie sinnvoll schon mal vorzusortieren, dass man sich das dann halt, sag ich mal, zumindest schneller zusammenklicken kann, was man dann eigentlich sehen will. Ja, und dann dachte ich mir, wenn man das dann schon mal so hat und da schon mehrere Informationen zusammenführt, eigentlich wäre es auch noch ganz cool, vielleicht zu den Hosts irgendwie zumindest so einen groben Monitoring-Status zu haben. Und dann dachte ich mir, mein üblicher Ansatz ist, wenn man da schon mehrere Dinge zusammenführt, dann sollte man es gleich richtig machen, das irgendwie generisch machen, dass man sagt irgendwie, es gibt verschiedene Datenquellen, aus denen kommen irgendwelche Informationen und die möchte ich irgendwie miteinander vermatschen. Gut, und dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich nicht der wirklich richtige Typ bin, um eine Webentwicklung zu bauen. Von dem habe ich mir gedacht, außerdem, wenn es irgendwie groß werden soll, dann brauche ich da irgendwie ein Backend dazu, was gut skaliert, damit meine Anwendung vorne dran dann auch wirklich funktionieren kann. Ja, und das war im Endeffekt dann die Geburtsstunde für eine Idee für SysDB. Und was das jetzt im Detail heißt und was daraus so grob geworden ist, darauf möchte ich jetzt hier eingehen. Ja, Überblick. SysDB ist an sich da, um Informationen zu Hard- und Software-Systemen, ich sag mal relativ allgemein zu sammeln. Informationen an der Stelle heißt, irgendwelche Attribute, Eigenschaften, möglicherweise Monitoring-Status
Was es nicht heißt, ganz explizit, ist irgendwie eine historische Entwicklung davon. Also das soll wirklich im Endeffekt eine Kategorisierung sein und möglicherweise Zugriff auf im Endeffekt historische Daten mit Performance-Werte liefern. Aber die Speicherung von Performance-Werten, da gibt es andere Werkzeuge, wie zum Beispiel CollectD oder gegebenenfalls auch Moonin oder meinetwegen auch Nagis oder sowas, wo dieses Teilproblem schon gelöst ist. Was aber der Ansatz ist, dass es da dann möglichst gut dann auch im Endeffekt mit integriert wird. Einfache Beispiele, ich habe zum Beispiel irgendeine Reihe von Hosts, die haben irgendwelche Eigenschaften. In der Puppet-Welt würde man die Facts nennen, in der Chef-Welt gibt es sowas auch, wie es da genau heißt, weiß ich nicht. Attributes, wunderbar, das ist dann auch der Name, den später in SysDB auftaucht. Genau, das sind einfach mal irgendwelche Objekte, die da sind und die irgendwie sowas wie eben, was auch immer man unter dem Host verstehen möchte, dann an der Stelle. Dann gibt es Services, das ist in der Regel, sage ich mal, allgemein irgendeine Software, die irgendwo drauf läuft. Auch die hat gegebenenfalls irgendwelche Eigenschaften, wie möglicherweise vielleicht irgendwie eine Speicherauslastung oder sowas, die dann dazu gehören kann. Oder was auch immer sonst irgendwie dazu interessant ist. Vielleicht irgendwie Release-Version oder keine Ahnung was. Außerdem hat man dann sowohl zu Hosts als auch Services üblicherweise irgendwelche Monitoring-Informationen oder irgendeinen anderen Zustand, man hat Performance-Daten und so weiter und so fort. Und das ist die Art der Information, also das Vorhandensein quasi dieser Information im Fall von irgendwelchen Attributen oder sowas, dann auch der dazugehörige Wert dazu, die von SysDB gesammelt werden. Und eine ganz zentrale Idee bei SysDB ist, dass gerade weil wir eben Informationen aus verschiedenen Quellen abfragen, dass wir die irgendwie miteinander korrelieren wollen. Im Kollektivumfeld ist es meistens so, dass ein Host anhand von seinem FQTN bezeichnet wird. Im Nagis-Umfeld ist es doch meistens eher der Fall, dass nur irgendwelche, sage ich mal, Spitznamen oder sonst irgendwas für seine Host-Objekte im Monitoring hat, die vielleicht teilweise dann irgendwie den Zweck oder sowas beschreiben und nicht tatsächlich den Host selber beschreiben. Und um diese Informationen zusammenzubekommen, dass quasi das ein und selbe Objekt, was in den verschiedenen Systemen verschiedene Namen trägt, dass das dann in SysDB als ein Objekt auftaucht, das ist eine zentrale Idee davon. Und wie das ansatzweise umgesetzt wird, das Thema jetzt dann gleich. Gut, ein paar Hintergrundeigenschaften zu SysDB. Aktuell Webseite dazu gibt es noch nicht, außer der GitHub-Seite dazu, die zumindest momentan als Dokumentation ein README und einen Ansatz an eine Manpage enthält. Das ist definitiv ein Fall, der in Zukunft noch deutlich verbessert werden muss. Aber wer vielleicht auch irgendwie gerade im C-Umfeld irgendwie an Entwicklung interessiert ist, ich habe SysDB auch gleich mal so als Spielwiese verwendet, um so Sachen wie Unit-Tests oder sowas unter C auszuprobieren. Der kann da gerne mal reinschauen. Ich habe momentan zumindest für den Core eine Unit-Test-Coverage, was Funktionen angeht, von über 60%, was ich schon ganz brauchbar finde. Aber auch da ist sicherlich noch irgendwie Verbesserungsbedarf. Und es ist ein kleiner Ausschweif, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil ich das sehr nett finde. Gerade wer sowieso schon mit GitHub oder ähnlichen Hosting-Anbietern arbeitet, egal ob das jetzt C oder sonst irgendwie ein Projekt ist, es gibt da quasi einen Schwesterndienst dazu, der sich Travis-CI nennt. Der bietet für öffentliche Projekte, unter anderem auf GitHub, auch kostenlos die Möglichkeit eines Continuous Integration Services. Und es ist eigentlich eine recht schöne Kombination, um diese Informationen dann auch für alle sehr gut zugänglich zu machen. Ansonsten, SysDB ist momentan komplett in C geschrieben unter einer BSD-Lizenz, der neuen BSD-Lizenz veröffentlicht. Und was letztendlich auch Grundgedanke mit ist, dass es A einfach erweiterbar ist. Das habe ich dadurch umgesetzt, dass im Endeffekt zumindest die ganzen Datenkollektoren und solche Sachen als Plugins umgesetzt sind mit einer relativ einfachen API. Wer CollectD kennt, wird da recht schnell dann erinnert sein, weil da ist es ein bisschen abgeguckt. Und was ein großes Anliegen auch von mir ist, ich bin der Meinung, jede Software sollte so aufgebaut werden. Im Endeffekt der Großteil des Codes ist als Bibliothek zur Verfügung gestellt, mit dem Versuch eben, dass im Endeffekt der Großteil des Codes auch tatsächlich relativ einfach in anderen Projekten weiterverwendbar ist oder was in dem Fall vielleicht interessanter ist, dass im Endeffekt dieser Service auch irgendwann das relativ einfach integriert werden kann in irgendwelche bestehenden Dienste, die andere Leute schon anbieten. Ja, außerdem gibt es ein relativ einfaches Netzwerkprotokoll, wobei das auch noch eine Sache ist, die so ein bisschen im Entstehen ist. Eventuell wird sich da in der Zukunft ein bisschen was ändern. Okay, ich habe gesagt, im Endeffekt, Großteil der Funktionalität ist als Plugins integriert. Es gibt momentan, sage ich mal, eine relativ kleine Auswahl davon.
Die bieten aber im Endeffekt natürlich schon mal einen Ausblick, in welche Richtung das Ganze gedacht ist und wie sich das dann noch weiterentwickeln soll. Was ich habe, ist einmal ein Plugin, was über die Kollektiv Unix Socket Schnittstelle Informationen aus dem Kollektiv abfragt, das Ganze regelmäßig. Ich habe ein Plugin, was Check-in-Car-Live-Status-Protokolle spricht und entsprechend von sämtlichen Monitoring-Systemen, die Live-Status-Stellen anbieten. Das ist im Endeffekt alles, was irgendwo so aus dem Nagis-Umfeld entstanden ist. Also Nagis ist eben das Name, was es jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr gibt, Schichten und so weiter, die können das alle. Dementsprechend kann ich da beliebige Objekte letztendlich auch aus diesen Monitoring-Systemen abfragen. Und ich habe momentan für Puppet ein Modul, was im Endeffekt über SQL die Puppet Store Configs Database abfragt und dann entsprechend die Puppet Facts oder die Defector Facts, die im Puppet bekannt sind, zu den einzelnen Hosts dann eben abfragt. Das sind die aktuell existierenden sogenannten Backend-Plugins, die im Endeffekt eben Daten abfragen. All die fragen momentan Daten aktiv ab, das heißt, sie verbinden sich regelmäßig eben zu diesem entfernten oder zu diesem anderen Service, fragen die Daten aktiv ab und speichern den internen System. Was zusätzlich noch gibt, sind so ein bisschen Utility-Module. Da gibt es momentan Syslog, das Syslog-Plugin, was ein Logging nach Syslog macht. Und ein Plugin, das aktuell CNAME DNS genannt ist, CNAME für Canonicalized Hostname, also quasi die Vereinheitlichung von Hostnames. Das ist momentan einer der Ansätze, das eben ermöglicht, im Endeffekt verschiedene Hosts eben zusammenzuführen, wenn sie eben im DNS den gleichen Canonicalized Hostname haben. Das ist natürlich, sage ich mal, nur recht eingeschränkt anwendbar. Im Endeffekt brauche ich eben funktionierendes DNS, was sämtliche Hostnamen, die so irgendwie von meinen Systemen verwendet werden, kennt. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwie teilweise Short Hostnames und teilweise FQDNs verwende, dann ist das genau das richtige Plugin, um da diese Vereinheitlichung von den Hosts eben vorzunehmen. Und ich denke, damit kann man in vielen Setups schon relativ viel erschlagen. Und die Idee ist dann auch, dass diese ganzen Plugins, die eben für diese Vereinheitlichung eben von Namen zuständig sind, dann auch nacheinander geschachtelt werden. Das heißt, wenn das eine nicht funktioniert, wird das nächste genommen oder wenn mehrere Schritte notwendig sind, wird das auch möglich sein. Ja, was aktuell so zumindest für die nähere Zukunft geplant ist, ein ganz wichtiges Anliegen, ist eine passive Datensammlung, sprich, dass System nicht ständig hergehen muss, sich ständig zu den entfernten Systemen verbinden muss und dann eine Abfrage, gib mir mal alle deine Objekte und die werden dann verarbeitet. Das ist auf Dauer dann doch entweder die Latenz dann relativ hoch oder der Overhead, der eben nötig ist, wird relativ hoch. Die allermeisten Systeme, zumindest die da momentan aufgelistet sind, haben irgendwie eine Möglichkeit, die Informationen auch quasi aus ihrer Sicht aktiv zu verschicken. Und entsprechend könnte System dann passiv empfangen. Im Fall von irgendwelchen Monitoring-Systemen könnte man sich zum Beispiel Gearman vorstellen. Alles, was Nacius API unterstützt, kennt das Mod Gearman-Plugin, mit dem im Endeffekt eben sämtliche Check Results im Endeffekt automatisch geschickt werden können. Ist eigentlich dazu gedacht, um ein Nagios-Setup verteilt aufzubauen, kann aber eben auch verwendet werden, um diese Informationen nochmal rauszuschicken. Wäre eine Möglichkeit, das hier zu integrieren. Kollektiv hat sowieso ein Netzwerk-Plugin, was Sachen mit Netzwerk verschicken kann. Da können wir einen entsprechenden Listener in System einbauen und so weiter. Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man das machen kann. Was ansonsten natürlich noch interessant ist, gerade für das Puppet-Umfeld und zum Teil auch für Chef sind Anbindung an Formeln und oder Puppet.db. Store Configs ist mittlerweile doch, sag ich mal, ein bisschen in Tage gekommen. Es gibt da modernere Alternativen dazu fürs Puppet-Umfeld und dementsprechend sollte das da auch ein bisschen aktualisiert werden. Und natürlich gibt es neben dem, was ich momentan unterstütze, noch eine ganze Reihe von anderen Sachen natürlich, die stark verbreitet sind. Das mag sein, das ist sowas wie ein OpenNMS oder sowas fürs Monitoring, die ich halt selber nicht verwende, aber natürlich wäre es natürlich auch schön, solche Sachen mit zu unterstützen. Und das ist hier auch gleich mein Aufruf, wenn da jemand daran interessiert ist, doch bitte Patches zu schicken. Dafür ist es Open Source. Gut, soweit aktuelle Fragen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte auch zwischendrin einfach melden, wenn wir alles bis zum Schluss aufheben, dann ist vielleicht der Kontext ein bisschen weg. Um ein Gefühl zu kriegen für die Architektur. Das heißt, du hast irgendwo diesen einen SysDB-Server, der regelmäßig einfach die Informationen von deinem Kollektiv-Server holt. Und
Liste aller Systeme mit allen Attributen. Also die Frage war, wie die Architektur momentan aussieht. Die Architektur von SysDB als einen Prozess sehen wir gleich. Wie eine verteilte Architektur ausschaut, ist im Endeffekt momentan noch so ein bisschen in Entstehung. Da gibt es ein paar Überlegungen, halt, dass man im Endeffekt ein SysDB auch irgendwie hierarchisch aufbaut, dass es da eben quasi Agenten gibt, die dann halt von irgendwelchen anderen Netzwerksegmenten zum Beispiel die Daten einsammeln und die dann möglicherweise weiterschicken oder ähnliches. Da habe ich ein paar Ideen im Ansatz. Ich sag mal, das ist auf jeden Fall noch nicht implementiert und von der Idee auch noch eine Sache, die noch ausgereift werden muss. Aber wenn du irgendwelche Ideen oder sonst irgendwas hast, dann können wir da gerne auch nachher nochmal drüber reden. Dann werde ich das irgendwie zumindest mal in Manager Plus mit aufnehmen. Und Ziel ist natürlich nur, eine große Datenbank zu kriegen, alle Posts mit allen Attributen. Die Frage war, was das höhere Ziel ist. Und ja? Du kümmerst dich dabei darum, ob das irgendwie das Web-User-Interface oder so hat. Also geht dann nur darum, die ganze Information zu holen und zu speichern. Genau, die Frage ist, was das Hauptziel für SysDB war. Ich wiederhole wegen Aufzeichnung. Das Ziel für SysDB selber ist jetzt wirklich erstmal nur die Daten im Endeffekt zu sammeln und zu speichern. Die nächste Idee ist natürlich dann auch darüber dann irgendwelche Frontends oder sowas dann anzubieten. Das Ganze kommen, das ist dann die letzte Folie mit Zukunftsmusik oder Zukunftsideen. Gut, hier sehen wir mal ganz grob schematisch, wie im Endeffekt ein einzelner SysDB-Prozess arbeitet. Sondern im Endeffekt sind das hier schon mal zwei Prozesse, weil wir den Daemon und den Client haben. Was ihr rechts oben seht, SysDB ist das Command-Side-Tool, das im Endeffekt den Client darstellt. Das werden wir uns dann auch gleich nochmal mit ein paar Beispielen anschauen. Der spricht im Endeffekt über Netzwerk. Momentan ist da nur Unix-Socket-Schnittstelle implementiert, aber letztendlich wird da auch TCP/IP natürlich unterstützt werden. Dann mit dem SysDBD, das ist eben der Daemon, der im Endeffekt quasi in Anführungszeichen die Datenbank implementiert. Das hat ein Frontend-Modul, was im Endeffekt sich um das komplette Parsing von dem Netzwerkprotokoll kümmert, möglicherweise dann auch noch oder später mal um Authentifizierung und solche Sachen natürlich. Und im Endeffekt der zentrale Teil von dem Daemon ist das sogenannte Store. Das ist quasi so die eigentliche Datenbank, das sehen wir gleich auf der nächsten Folie nochmal im Detail. Und dann hier eben diverse Backends, die an der Stelle eben die Datensammlung übernehmen, was jetzt hier in der schematischen Zeichnung nicht mit drin ist, sondern eben diverse andere Utility-Plugins, nenne ich die jetzt einfach mal, denn eben irgendwelche anderen Funktionalitäten in den Daemon noch mit übernehmen. Ja, und die Backends sind halt die dann wieder letztendlich mit meiner Infrastruktur reden, was auch immer das jetzt im Detail heißen mag, dann um die Informationen, die dann gespeichert werden, entweder einfach passiv zu empfangen und abzuspeichern oder aktiv eben abzufragen. Ich denke, das ist soweit klar, oder? Gut. Jo, der Store ist wie gesagt so die zentrale Einheit, was den Datenbankcharakter von dem Ding angeht. Die Idee ist, dass wir irgendwelche Objekte, die von dem externen Monitoring-System oder von den externen Systemen kommen, auf möglichst generische Objekte im SysDB abbilden. Momentan sind da drei verschiedene Objekte unterstützt. Einerseits ein Host und die Idee ist, dass Host alles beschreibt, was im Endeffekt irgendwie eine Art physikalische Ressource ist. Also das, was man üblicherweise unter einem Host im Sinne von einem Rechner versteht. Es kann aber auch irgendwie was anderes sein wie ein Router oder sonst irgendwas. Also alles, was, sag ich mal, einen physikalischen Charakter hat. Services ist dann im Endeffekt die Software, die auf diese Ressourcen zugreift, die auf diesen Ressourcen läuft. Also im klassischen Fall irgendwie eine Software, die eben als Daemon irgendwo läuft, wie halt das ein Magis oder ein Kollegie ist. Und Attribute, die dann Eigenschaften von entweder Hosts oder Services beschreiben. Und Attribut ist letztendlich nichts mehr als einem anderen Objekt zugeordnetes Key-Value-Pair. Ja, momentan übernimmt der Store eben auch die Aufgabe quasi der Normierung der Objekte. Aktuell ist da nur unterstützt, dass eben Hosts normiert werden, eben momentan anhand von diesem CNAME-DNS-Plugin. Aber nachdem es eben auch ein Plugin ist, gibt es da eben eine einfache Möglichkeit, das zu erweitern, um eben im Endeffekt den gleichen Host der verschiedenen Systeme eben mit unterschiedlichen Namen auftaucht, an der Stelle dann eben als ein Host-Objekt im System zu speichern. Was da zum Beispiel auch noch demnächst geben wird, ist die Möglichkeit eben anhand von irgendwelchen Attributen dann auch Hosts zu matchen. Dass man sagt, man hat im Endeffekt Puppet, was auf mehreren Systemen läuft, die sich unter verschiedenen Namen melden, aber irgendwo vielleicht noch ein FQDN
Fact-Effekt haben, was man dann eben wieder an der Stelle verwenden könnte, um daraus eben den generischen Namen für SysDB abzuleiten. Was ich auch geplant habe, was aber nochmal deutlich schwieriger sein wird, das irgendwie, sage ich mal, vernünftig zu lösen, ist unterschiedliche Services, die das gleiche abbilden, irgendwie zu normalisieren. Aber gerade wenn man sich irgendwie anschaut, was übliche Service-Namen in Nagios sind, oder wenn man jetzt betrachtet, dass im Endeffekt ein Datensatz, wie ich ihn aus Collect-D kenne, also sag ich mal ein Stream von Performance-Werten, der irgendwie einen recht statisch aufgebauten Identifier hat, dies irgendwie alles miteinander in Verbindung zu setzen und dann natürlich dann auch die Fehlerrate natürlich gering zu halten, wird nicht ganz einfach. Da fehlen mir noch ein bisschen die Ideen momentan. Der einfachste Ansatz ist natürlich erstmal, dass man sagt, man muss sich dann irgendwie in der Web-Oberfläche oder sowas zumindest für die wichtigsten Sachen selber zusammenstellen, was aber natürlich dann, sag ich mal, spätestens für mittelgroße bis größere Einsatzzwecke dann auch natürlich nicht mehr der optimale Ansatz ist. Aber ja, auch da wird mir sicherlich noch irgendeine Idee kommen, oder ich meine, hoffentlich werden in der nächsten Zukunft dann, wenn ich das jetzt hier ein bisschen weiter bekannt mache, dann noch andere Leute daran arbeiten, und es gibt viele intelligente Leute auf dieser Welt und irgendjemand wird da schon eine gute Idee haben. Mein Ansatz ist da jetzt nicht zu versuchen, erstmal irgendwas Schlechtes zu implementieren, was dann später irgendwie da mal richtig gemacht wird, sondern eben dieses Feature erstmal noch zurückzuhalten, bis tatsächlich eine gute Idee auch da ist. Also zumindest eine, die gut genug ist. Was dann noch ein relativ wichtiger Ansatz ist, gerade wenn für Überlegungen das später auch verteilt oder redundant aufzubauen, ist, dass jedes Objekt, was im SysDB gespeichert wird, und das heißt Host, Services und Attribute, haben zwei Objektattribute, und zwar den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und das Update-Intervall. Und das wird es möglich machen, dass im Endeffekt ich mehr oder weniger in einer verteilten Umgebung keinen State irgendwie zwischen den Systemen synchronisieren muss, sondern der State steckt quasi in den einzelnen Objekten drin. Um ein ganz einfaches Beispiel zu machen, ich habe ein HA-Setup mit zwei vollkommen voneinander losgelösten aktiven Nodes, die beide im Endeffekt die Daten sammeln. Wenn ich jetzt dann ein Proxy-Frontend davor schalte, was im Endeffekt dann die Abfragen an diese redundanten Setups weiterleitet, dann muss der im Endeffekt muss beide Seiten abfragen und mercht es dann, indem die neueren Objekte jeweils übernommen werden und die zweite Seite überschreibt. Das Update-Intervall ist deswegen wichtig, weil mir das dann auch ermöglicht, quasi zu sagen, diese Information ist veraltet. Nämlich eben sehe, okay, das ist jetzt mindestens 5 Intervalle in der Vergangenheit, das heißt, da fehlt vermutlich irgendwas. Darauf kann ich dann entweder Monitoring aufbauen oder das eben dann auch in irgendwelchen Abfragen an den Dienst verwenden, um eben zu sagen, finde mir doch mal alles, was irgendwie im Monitoring drin ist, was aber irgendwie scheinbar nicht mehr aktiv ist, als ein Beispiel. Ich denke, dass der Ansatz eine gute Mischung aus, wir haben zwar ein bisschen Overhead in der Datenhaltung ist, aber es ist, denke ich mal, so generisch, dass insbesondere mit weiteren Interfaces, die oben drüber aufgebaut werden, das sehr mächtig sein kann. Gut, was das Store dann außerdem anbietet, ist zumindest die interne Schnittstelle zur Abfrage von Objekten. Also da gibt es dann intern an der Stelle jetzt eben im C-Code implementiert Funktionen und im Endeffekt Filtermechanismen, die es dann ermöglichen, da eben Daten anhand von Attributen oder sonst irgendwelchen Eigenschaften eben zu filtern und zurückzugeben. Und was momentan hier verwendet wird, zumindest als externe Repräsentation von irgendwelchen Objekten, ist JSON. Da ist eine Überlegung da, eventuell irgendwas anderes zu nehmen, wie möglicherweise Protobufs, weil JSON gerade was irgendwie der Typ von Werten hat, relativ eingeschränkt ist. Es werden halt bloß Booleans, Strings und Integers unterstützt. Und gerade für irgendwelche Attribute wie IP-Adressen oder sowas kann es natürlich auch sinnvoll sein, da wirklich quasi das Wissen über das ist eine IP-Adresse in SysDB zu haben, weil das dann wieder ermöglichen würde, dass ich im Endeffekt intelligentere Abfragen stelle, wie gib mir mal alle Hosts, die in diesem Netzsegment liegen oder ähnliches. Gut, hier mal ein einfaches Beispiel, wie sowas dann ausschauen kann. Wir werden auch gleich sehen, dass im Endeffekt Hosts und Services dann auch geschachtelt, zumindest in Zukunft mal aufgebaut werden können. Ich habe hier ein Cluster von irgendwelchen KVM-Maschinen, also Host-Maschinen, auf denen KVM läuft. Oben drüber, in grau soll jetzt an der Stelle dann ein Service sein, so wie er in SysDB gespeichert ist, eben ein OWERT, was im Endeffekt quasi überspannend hier mehrere KVM-Server verwaltet.
Und dieser Oven-Service hat dann nochmal irgendwelche Child-Objekte, die dann irgendwelche V-Hosts sind, was dann wieder Host-Objekte werden, die dann auch eben da drin gespeichert werden. Und natürlich hat alles hier drin irgendwelche Attribute, das sollen die kleineren Kästchen an der Stelle abbilden. Ich denke, die Idee, was das Store ungefähr macht, ist auch klar, oder? Wie gesagt, wenn irgendwas unklar ist, einfach gleich fragen. Gut, interne Datenstrukturen, die meine Objekte abbilden, letztendlich nicht wahnsinnig interessant, aber ich habe es hier trotzdem nochmal reingenommen, dass man sich das nochmal vorstellt. Also momentan wird ein Host definiert durch einen Namen, das ist letztendlich einfach nur ein String, worauf ich gerade schon eingegangen bin, eben das Last Update und das Update Intervall, das im Endeffekt eben Zeitstempel sind. Ein Host hat dann eben entsprechende Attribute, das ist eine Liste von eben 0 bis unendlich vielen Attributen, die einem Host zugeordnet werden können. Und ein Host kann dann als Child-Objekte, um dann quasi eine Hierarchie aufzubauen, auf weitere Hosts oder Services verweisen, so wie wir es gerade gesehen haben, mit diesen ganzen KVM-Instanzen, die eben auf die eine Over-Service-Instanz verweisen. Und entsprechend, um auch die Rückrechnung abzubilden, gibt es dann eben Parent-Zeiger, der eben zeigt, wo dieses Objekt herkommt. Wer Nigers kennt, im Endeffekt hat man da auch diese Parent-Child-Beziehungen zwischen Hosts oder Services. Im Endeffekt, die Idee ist hier mehr oder weniger die gleiche. Genau. Service ist quasi das gleiche wie ein Host, nur dass er mehrere Parents haben kann. Das ist eine Idee, die ich gestern hatte, die ist noch nicht umgesetzt. Und ein Attribut ist auch relativ ähnlich, bis auf das Attribut immer ein, quasi eine Leaf Node ist, wenn man sich das Ganze als Graphen vorstellt. Das heißt, ein Attribut wird nie irgendwelche Child haben. Kann ich mir gerade zumindest noch kein Anwendungsbeispiel vorstellen, wo das irgendwie sinnvoll wäre. dementsprechend ist das momentan verboten. Und was bei dem Attribut dazu kommt, ist eben daneben dem Namen auch noch ein Wert, der momentan in C als Union implementiert ist. Das heißt, dieser Wert kann mehrere unterschiedliche Datentypen annehmen. Momentan ist da unterstützt ein Integer, Dezimalzahlen, Strings, Zeitstempel oder irgendwelche Binärdaten. Ich habe da geplant, dass man das im Endeffekt dann auch später durch Plugins oder ähnliches erweitern kann, dass dann auch noch benutzerdefinierte Datentypen möglich sind. Das braucht dann aber noch ein bisschen mehr Infrastruktur natürlich in dem Service auch, weil was dann natürlich noch mit dazukommen wird, auch sein, dass dann irgendwelche Vergleichsoperatoren und sowas für diese Datentypen implementiert sein muss. Und entsprechend braucht es eben, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Infrastruktur, um das vernünftig zu integrieren. Gut, zu dem Daemon und der Funktionalität, dem, was er quasi anbietet, irgendwelche Fragen soweit. Okay, dann möchte ich kurz auf den Client eingehen und dann auch kurz mal ansprechen, was momentan als quasi Abfragesprache zur Verfügung steht. Der SystemB-Client, das kann man sich letztendlich vorstellen, wie MySQL oder PSQL, das Programm, im Endeffekt der Client für eine Datenbankverbindung. Das ist eben ein Prozess, der geht in eine interaktive Shell, verbindet sich mit dem SystemB-Daemon und ermöglicht dann eben irgendwelche Anfragen an den Server zu stellen und im Endeffekt die Antworten dann zurückzubekommen. Also wir sehen da gleich noch ein Beispiel dazu. Was das Ding außerdem kann, es kann auch asynchrone Logmeldungen, die vom Server irgendwie mit dieser Verbindung zu tun haben, empfangen und die dann im Client anzeigen. Fand ich ein ganz nettes Feature, ist hauptsächlich natürlich momentan fürs Debuggen auch interessant. Okay, die Abfragesprache, die an der Stelle verwendet wird, sie ist, sag ich mal, ganz entfernt an SQL angelehnt. Ich möchte aber versuchen zu vermeiden, dass es tatsächlich als SQL interpretiert wird. Dementsprechend findet man auch kein Select oder sowas, sondern entsprechend abgewandelte Befehle an der Stelle. Es ist insbesondere auch darauf ausgelegt, ist zumindest ein Versuch, dass es später auch einfach über irgendwelche anderen RPC-Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden kann. Sprich, dass mehr oder weniger die gleiche Sprache dann auch irgendwie automatisiert von anderen Diensten verwendet werden kann, um Anfragen oder Updates an den Daemon zu schicken. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass gerade der Teil noch sehr stark in der Entwicklung ist. Bis Anfang dieser Woche gab es zum Beispiel Fetch und Lookup noch nicht. Das heißt, da war das sehr eingeschränkt nur nutzbar. Das war eigentlich der Teil, wo ich gehofft habe, bis jetzt schon deutlich weiter zu sein. Wenn der Teil dann mal ein bisschen erweitert noch ist, wird vermutlich dann, sage ich mal, auch das erste Release, was irgendwie eine 0. irgendwas Version tragen wird, dann rauskommen.
ja, der Großteil der Infrastruktur in Daemon ist quasi schon da, um hier auch noch komplexere Abfragen zu stellen. Das heißt, mehr oder weniger das, was noch fehlt als Implementierung, ist quasi die Fleißarbeit, das Ganze in den Parser mit einzubauen und im Endeffekt eine vernünftige Sprache zumindest jetzt mal für die erste Version zu entwickeln. Ja, was momentan unterstützt wird an Befehlen, die ich dann eben an den Daemon schicken kann, ist einmal ein Listbefehl, der gibt einfach nur eine Liste von momentan allen Hostobjekten, die drin stehen. Weitere Details zu einem einzelnen Host kann ich dann mit Fetch abfragen. Der liefert mir dann eben ein komplettes Hostobjekt mit allen Attributen und allen Services und allem, was sonst eben mit dran hängt. Und Lookup, Anführungszeichen, ein bisschen vergleichbar mit einem Select in SQL, aber doch eben ein bisschen anders und dementsprechend, wie gesagt, auch der andere Name. Fragt eben irgendwelche Typen ab, die eben irgendeine Expression oder die eben anhand von irgendeiner Expression ausgewählt werden. Also was momentan leider nur zur Verfügung steht, ist ein Lookup Hosts, Where und irgendein Name und das matcht momentan nur auf den Hostnamen komplett. Aber wie gesagt, unsere Infrastruktur ist schon da im Service, um da auch Regexen zu unterstützen oder eben Vergleiche von irgendwelchen Attributwerten oder Servicenamen, die eben diesem Host zugeordnet sind. Das heißt, da würden möglichst bald hier an der Stelle dann auch eben, sag ich mal, sinnvolle Abfragen möglich sein, wie gib mir alle Hosts, die eben irgendwie als Architektur AMD64 haben und wenn ich eben diese Informationen zum Beispiel von einem Puppet geliefert habe, liefern wir das eben zurück. Natürlich wird es auch möglich sein, mehr Bedingungen miteinander zu verknüpfen, sonst wäre das irgendwie mäßig sinnvoll nur, um da komplexere Abfragen zu stellen. Ich habe jetzt dann gleich noch eine Folie mit ein paar Anwendungsbeispielen, wo SysDB verwendet werden kann, zumindest was ich mir so bislang gedacht habe. Da wird dann vielleicht auch nochmal klar, in welche Richtung diese Abfragesprache wohl in den ersten Instanzen dann sich entwickeln wird. Ja, hier ein Beispiel. Wie gesagt, der List-Befehl übernimmt erstmal keine Argumente, liefert mir dann eine Auflistung von allen Hosts zurück. Wie ich auch schon erwähnt habe, ist das momentan das Format, das hier verwendet wird, JSON. Und ja, wir sehen halt hier dann die einzelnen Hostnamen. Das ist jetzt hier ein Beispiel-Setup, was auf meinem Laptop läuft. Damit eben dem Zeitstempel, wann dieses Hostobjekt zum letzten Mal aktualisiert wird. Und eben das Intervall, mit dem das auch in Daemon aktualisiert wird. Dieses Intervall ist nicht irgendwie vorgegeben von außen, sondern es wird von SysDB selber berechnet. Das heißt, wenn da tatsächlich auch irgendwie, wenn sich dieses Hostobjekt in dem entfernten System nur eine Stunde ändert, ich frage es dann alle 10 Sekunden ab, dann wird trotzdem das Intervall auf eine Stunde gesetzt, weil eben SysDB dann diese Zeitstände einfach miteinander vergleicht, mit denen die Werte sich dann tatsächlich ändern. Gut, und dann kann ich hier zum Beispiel eben ein Fetch auf einen einzelnen Host anwenden. Und was wir jetzt eben zusätzlich hier noch sehen, ist so eine Liste von Attributen. Dem Beispiel ein Fact, der eben an der Stelle von Puppet geliefert wurde, angedeutet eben, dass es hier eine Liste ist, das heißt, die Ausgabe wird an der Stelle dann ziemlich lang und die ganzen Services, die dran hängen, hier ein Beispiel von einem Service in Anführungszeichen, von eben einem Wert oder einem Performance-Datenstream, der an der Stelle von Kollegen D kommen würde. Jo. Wenn ich jetzt hier Services von unterschiedlichen Backends habe, wie zum Beispiel jetzt hier eben Kollegen D oder muss die Services natürlich dann auch noch einfacher vorstellen kann von den Magis oder sowas, dann werden die alle hier in dieser Liste mit auftauchen und die werden auch später mal dann noch annotiert werden, von welchen Backends sie kommen. Das heißt, ich habe da dann auch natürlich wieder die Möglichkeit herauszufinden, zum Beispiel als einen Anwendungszweck, welche Systeme habe ich denn momentan in meiner CMDB, die ich vielleicht auch irgendwo mit reinfließen lasse oder in meinem Konfigurationsmanagementsystem, aber die fehlen irgendwie im Monitoring. Zur Frage? Gut. Dazu Fragen? Ich denke, wie gesagt, momentan noch relativ einfach, aber sehr stark im Fluss. Anwendungsbeispiele. Hätte man vielleicht auch als Motivation für den Vortrag nehmen können, aber vielleicht wacht jetzt dann wieder auf. Eine Möglichkeit wäre natürlich, ich sage mal insbesondere vielleicht für kleine bis kleine mittelgroße Setups, mit SysDB eine CMDB komplett zu ersetzen. Realistischer wird aber sein, das Ganze zu erweitern und hoffentlich möglicherweise vielleicht diese beiden Systeme einfach miteinander zu verschmelzen.
dass ich dann eben in meiner CMDB, wo ich theoretisch ja die Vorgabe habe, das sollten meine Systeme sein, und auch gleichzeitig noch Zusatzinformationen habe, wie was ist der aktuelle Zustand von diesen Services, wann, oder Diensten oder Hosts, wann habe ich die zum letzten Mal gesehen, sind die in meinem Monitoring drin und so weiter. Eine Möglichkeit, um im Endeffekt eine CMDB mit SysDB zu erweitern oder vielleicht an, ja doch im Endeffekt dann die CMDB so ein bisschen in den Hintergrund zu verschieben und SysDB quasi so übergestülpt über die CMDB dann vorne dran zu setzen, ist im Endeffekt ein Backend in SysDB zu integrieren, was gleichzeitig auch noch auf meine CMDB zugreift, dass ich dann im Endeffekt alle Hosts, die ich theoretisch haben sollte, dann auch eine SysDB mit drin habe und dann eben mit den sämtlichen anderen Einträgen, die ich von den anderen Backends gesammelt bekomme, abgleichen kann. Das geht dann gleich auch in den nächsten Punkt, den ich hier aufgelistet habe, eben den Abgleich diverser Backends oder was dann natürlich interessanter ist, darauf aufbauend, dann ich sage mal, intelligenteres Monitoring zu bauen, dem mir SysDB so Fragen beantworten kann, wie beispielsweise, welche Hosts oder Services fehlen in irgendeinem bestimmten Backend, zum Beispiel eben, welche Hosts oder Services werden momentan noch nicht überwacht, tauchen aber irgendwann das wohl in meiner Infrastruktur auf oder eben andersrum, welche habe ich im Monitoring, aber nicht automatisch konfiguriert oder sonst irgendwas. Oder eben auch so ein bisschen von Anrichtung gesehen, ich verwende im Endeffekt SysDB als Backend oder Datenquelle für mein Monitoring selber, indem ich eben insbesondere dann irgendwelche, sag ich mal, Hierarchien von meinem Monitoring aufbaue oder eben abstraktere Sichtweisen auf mein Monitoring bilde, wie im Endeffekt zum Beispiel, wie ist denn der Gesamtstatus von meinem Windows-Rechner im Rechenzentrum XYZ? Und ich denke, man kann sich da beliebig komplexe Dinge dann auch vorstellen, die man auf der Stelle bauen kann. Ja? Wobei auch wahrscheinlich auch ein System wie OCS sehr interessant. Also die Anmerkung wäre, dass die Anbindung an Systeme wie OCS interessant wäre? OCS sagt mir gerade nichts, was heißt das ausgeschrieben? Ist ja ein Inventarisierungstool, was wir zum Beispiel in der Firma einsetzen, was bei jedem Start für jeden Client ausgeführt wird und dann über den OCS-Server alle Informationen rund um den Client liefert. Welche Hardware ist angeschlossen, ist, wie viele Festplatten ist, welcher Speicher drin ist und so weiter. Also OCS, wie er gerade gemeint hat, eben ein Inventarisierungsservice, der zu den diversen Systemen, sobald sie angeschlossen werden, dann gleich an eine zentrale Instanz diverse Informationen ausliefert. Das ist genau das, was ich mir hier an der Stelle eben als weitere Anbindungen dann auch vorstelle. Oder was eben auch der Anwendungszweck dazu natürlich sein soll. Ja, und um quasi zurückgehen zu der ursprünglichen Motivation, eigentlich wollte ich irgendwie ein intelligentes Webfrontend haben. Das ist natürlich dann genau das Backend, was ich mir dann irgendwie dafür vorstelle, um dann oben drüber hier an der Stelle dann weiter Webfrontends zu bauen. Als einfaches Beispiel, was mir dann auch eine Möglichkeit bietet, im Endeffekt ein zentrales Dashboard zu bauen, mit dem ich meine diversen Systeme eben Übersicht behalte, oder eben so Sachen, wie ich anfangsweise gemeint habe, dass im Endeffekt eben letztendlich ein Webfrontend, was eigentlich für ein Tool gedacht ist, dann mit Informationen aus anderen Tools dann auch annotiert wird und dementsprechend dann sinnvollere Möglichkeiten bietet. Was ich mir das als ultimatives Ziel vorstelle, ist, dass im Endeffekt auch so ein Webfrontend dann irgendwie sehr leicht erweiterbar ist. Optimalerweise so, dass ich im Endeffekt bestehende Webfrontends, die es für andere Tools schon gibt, also wie zum Beispiel wer Thruck für Nagios kennt, dieses Webfrontend, das ist eine Sache, die mir für Nagios und Monitoring-Systeme eben sehr gut gefällt. Optimalerweise stelle ich mir vor, dass man dann auf die Entwickler von diesen anderen Webfrontends dann auch mit zugeht, dass man da irgendwie eine Möglichkeit entwickelt, dass die jeweils in das andere System möglichst einfach mit eingebettet werden können. Sprich, dass Thruck dann, das bietet auch schon die Möglichkeit, irgendwelche Plugins einzubinden, dass darüber dann noch Informationen aus SysDB in Thruck dann zur Verfügung stehen, entweder zur Auswahl wieder von Hosts oder sonst irgendwas, oder eben auch andersrum, dass ich im Endeffekt ein Webfrontend habe, was im Endeffekt meine komplette Infrastruktur überwacht, was aber für einzelne Aufgaben dann auf andere Webfrontends dann im Endeffekt zugreift oder zumindest deren Code irgendwie verwendet. Aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Ich bin leider auch nicht so wirklich der Webentwickler, sondern ich fühle mich eher irgendwie in C-Code oder sowas zu Hause. Von dem her ist das insbesondere ein Teil, wo ich irgendwie auf Mitarbeiter aus irgendeiner hoffentlich entstehenden Community hoffe. Okay, kurzer Ausblick, was zumindest aus meiner Sache so als nächste Schritte auch interessant ist. Das Allerwichtigste natürlich erstmal mehr Dokumentation, weil anders wird es nicht funktionieren, dass Leute das einsetzen werden.
Was momentan nur implementiert ist, dieser Store, auf den wir vorhin eingegangen sind, das habe ich so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, das ist momentan rein ein In-Memory-Store, was für manche Anwendungszwecke sicherlich ausreichend ist, insbesondere wenn es quasi nur ein dynamisches Backend ist, was eine Vorverarbeitung von Daten vom Webfrontend macht. Wenn sich das mal neu startet und kurz seinen Store dann refreshen muss, ist das in Ordnung. Insbesondere aber wenn ich sage, ich gehe in eine Richtung, das soll irgendwie eine CMDB oder sowas ergänzen, ist das natürlich genau das, was irgendwie überhaupt nicht geht. Und dementsprechend ist die Idee quasi, den tatsächlichen Datenstore, der momentan eben rein im Speicher ist, also quasi diese Teilaufgabe von dem Store-Modul, was wir vorher in dieser Übersicht gesehen haben, die Daten tatsächlich zu speichern, dass das auch durch Plugins erweitert werden kann. Und was natürlich als erstes da kommen wird, ist irgendwie ein Datenbank-Backend. Wenn das von mir geschrieben wird, dann wird es aller Voraussicht nach ein Postgres sein, weil das zumindest aus meiner Sicht die einzige Asset-Compliant Open-Source-Datenbank ist, die vernünftig ist. Für den Fall von Postgres könnte man sich dann zum Beispiel vorstellen, dass man das H-Store-Modul Datentyp in Postgres dann noch verwendet, um im Endeffekt dann Attribute und sowas mit abzuspeichern. Wer das kennt, wird sicherlich wissen, was ich damit meine. Sonst auch nicht so wichtig. Gut, was ich anfangs auch gemeint habe, ein Schwerpunkt von SystemB soll nicht sein, im Endeffekt historische Werte zu speichern. Was aber durchaus natürlich interessant ist, wenn ich schon weiß, welche Performance-Werte ich in anderen Systemen habe, dass ich dann im Endeffekt über das gleiche System auch irgendwie an diese Werte rankomme. Das heißt, was ich mir vorstelle, wird im Endeffekt irgendeine Abfrageschnittstelle sein, die dann heißt, gib mir jetzt mal im Endeffekt eben historischen Daten zu diesem Datensatz, den ich hier weiß, dass existiert. Und dann wird diese Abfrage im Endeffekt auf das entsprechende Backend passend umgesetzt, fragt die Daten an der Stelle hinten ab und liefert die dann am Benutzer vorne weg. Insbesondere wieder interessant, wenn ich viele verschiedene Systeme habe, die irgendwie Performance-Daten zur Verfügung stellen, dann möchte ich nicht da in 5 verschiedene Web-Oberflächen reingucken, um diese Informationen irgendwie miteinander korrelieren zu können, sondern dann ist es schön, da irgendwie eine Schnittstelle zu haben, die ich dann von einer Stelle aus bedienen kann. Und das wünsche ich mir eben, dass auch das hier möglich sein wird. Was dann insbesondere für größere Setups natürlich sehr interessant wird, ist irgendeine Art von einer verteilten Architektur. Sei es einerseits, um damit HA-Lösungen anbieten zu können, also Verfügbarkeit, oder auch um Load Balancing umsetzen zu können. Wie ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, denke ich mir, dass aufgrund von diesem Zeitstempel und Update-Intervall-Speicherung an den einzelnen Objekten das vermutlich relativ einfach gehen wird, weil ich tatsächlich eben mehrere Instanzen mehr oder weniger nebeneinander laufen lassen kann, die ziemlich unabhängig voneinander laufen und ich im Endeffekt bloß eine Schicht oben drüber brauche, die mir dann eben diese Hochverfügbarkeit oder das Load Balancing dann umsetzt, indem es eben entsprechend irgendwie ein Redirecting auf das passende Backend macht oder eben die Daten von mehreren Seiten abfragt und so weiter. Aber natürlich, um da eine vernünftige, vollwertige HA- und Load Balancing-Lösung zu haben, wird es natürlich trotzdem noch irgendwelchen Code benötigen, der da oben drüber eben läuft, um diese Funktionalität dann tatsächlich auch als einheitliche Schnittstelle nach außen zu bieten. Ja, was auf jeden Fall irgendwie bald nötig sein wird, ist ein Webinterface. Ich hoffe da ein bisschen auf Zuarbeit von außen. Wenn ich das selber implementieren müsste, dann wird es wahrscheinlich in Go geschrieben werden, weil das nah genug an C dran ist, um mir immer noch gut zu gefallen, aber gerade für Webentwicklung relativ brauchbar ist. Was man sich ansonsten natürlich noch vorstellen kann, es gibt diverse andere Web-Frameworks natürlich, was auch noch anders dabei, was tauglich ist. Und was natürlich dann für die, sag ich mal, mittelfristige Zukunft interessant ist, wird ein Ausbau des Typsystems sein. Sprich, dass ich in SysDB, was die Attribute angeht, diverse andere Typen auch noch unterstütze. Ich habe vorhin schon mal als Beispiel IP-Adressen genannt. Oder eben ähnliche Sachen, die mit entsprechenden Operatoren dann daherkommen, um auch komplexere Abfragen dann an interessante Informationen zu stellen. Eine Möglichkeit wäre da auch, wenn man sagt, man hat im Endeffekt eh schon ein Datenbank-Backend, dass man diesen Teil dann auf diese Datenbank abliefert. Gerade ein PostgreSQL hat schon ein sehr reiches Typsystem und gerade was so Sachen wie IP-Adressen oder ähnliches angeht, gibt es da schon sehr mächtige Datenstrukturen. Das heißt, möglicherweise muss man das vielleicht da gar nicht neu implementieren. Würde sich dann aber an der Stelle eben dann halt auf einen Datenbank-Backend dann auch beschränken.
Ja, und als letzte Idee an der Stelle, was aber tatsächlich eine Sache ist, die, sage ich mal, für die kleinere Zukunft ist, man könnte sich auch noch vorstellen, andere Typen von Objekten zu speichern. Ich möchte nicht versuchen, irgendwie eine eierlegende Wollmilchsau umzusetzen, die alles Mögliche speichert, was nichts miteinander zu tun hat. Aber zwei Sachen könnte ich mir dennoch vorstellen, die irgendwie in diesen Bereichen reinpassen. Das eine sind in Anführungszeichen Personen oder Personengruppen, denn insbesondere für irgendwelche ACLs oder irgendwelche anderen Informationen, wie wer soll Monitoring-Informationen bekommen und so weiter, interessant sind. Oder irgendwelche Events, Schrägstrich Kalender, wobei ich sicherlich keine vollständige Kalenderimplementierung haben will, aber wo ich im Endeffekt irgendwelche Informationen wie Monitoring, Downtimes oder irgendwelche Change Requests mit irgendwelchen Tickets dann im Endeffekt da drin irgendwie noch abbilden kann. Erster Ansatz wird sicherlich sein, ist erstmal irgendwie Attribute mit reinzupacken und man wird dann später sehen, ob zusätzliche Erweiterungen noch sinnvoll sind. Gut, damit bin ich am Ende von meinem Vortrag. Wie gesagt, ich hätte gerne noch Fragen oder insbesondere auch Anmerkungen, Kommentare oder Meinungen dazu. Weil jetzt auch noch die Möglichkeit besteht, auch das Projekt, sage ich mal, von den Details der Ausrichtung noch ein bisschen mit zu beeinflussen. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant und viel Spaß noch auf den ganzen Lebensräumen.